Sie in ihrer liebenswürdigen, charmanten Art. Huch, Schnee. Huch, hübsch. So this is Islodia. How far is it to the capital? We've still got a ways to go. Also, the Zugels here are different than those in Calaglia, so be careful. Got it. Sounds like we should make sure we stick close together as we keep moving. Agreed. Hey, Shion! It'll be hard for me to use my rifle in a pinch if we're all bunched together. I'll follow behind the rest of you. Right. Makes sense. What's up with her? She seems even more upfront than back in Calaglia. In case you forgot, we're in enemy territory now. If you don't get serious and focus on the task at hand, you'll be inviting trouble. Don't take it personally. I think that's just the way she is. Plus, you have to remember, with those thorns of hers, she's probably not used to anybody being all that friendly to her. The fact that you can't feel pain means you probably end up getting closer to her than she's used to. You really think so? We're talking about someone who came down to Dana all by herself. But you don't see her homesick for Lenegas at all, do you? No. That alone speaks volumes about how difficult her whole situation must be. Yeah. It's your job as her partner to understand that, and give her the support she needs. You two are gonna be stuck together for a while. So, the sooner you make nice, the better. Make nice? Yep. Now come on. I get that they're not exactly on the best of terms, but... is everything going to be okay with these people? Darf ich dann? Wenigstens ein Erwachsener. Danke. Rinwell, don't go too far ahead. You never know where Zugels might be lurking. Oh, we'll be fine. We've been able to handle them up until now. Still, better that you hang back a bit. No way! I'm the one who asked you to come here in the first place, remember? Yeah, but if we lose you, we won't know where to go. Besides, it's old guys like me who should be sticking their necks out first. But... we need you in order to get in contact with the Resistance in Cislodia. So stick close until we find them, okay? Okay. Thanks. Now you've got me wondering. How'd you make it to Calaglia in the first place? I find it hard to imagine you didn't run into Zugels along the way. Gute Frage. Are you good at hiding or something? Yeah, that's it. I'm just really good at staying out of sight. Genau. Wow. Still... you had to have been pretty lucky to have made it the whole way unscathed. Mm-hmm. Lucky indeed. It's crazy to feel just how much the temperature has changed from crossing over a single peak. Is it really that big of a difference? Definitely. Calaglia was hot. I can only tell from appearance, so... achoo! You might not be able to feel it, but it sure looks like your body responds to it just the same. Seems like it. So if I sneeze, I guess that it's a sign that it's getting chilly. They say that sneezing is often the first sign you're coming down with a cold, too. That's all the more reason you need to be careful with... achoo! Was that also a sneeze? I just bit my tongue, that's all. No, it sounded a lot different from mine, but I could swear it was still... it wasn't a sneeze, okay? Guess we both need to be careful out here in the cold. gehen wir mal einen Schritt weiter. Ob sich die Zeuge hier im Schnee verstecken? Es sieht einfach so schön aus. Auch hier. Nein, sie verstecken sich nicht im Schnee. Sie lungern einfach so herum. Was haben wir hier schönes? Kopfsalat. Is it hard leaving Calaglia behind? No. Actually, it's kind of a relief to be away from there. Really?
What makes you say that? Because it was getting to the point where every man, woman, and child would come up and talk to me like they knew me. I could barely find a moment to breathe, let alone relax. Well, what you did was kind of a big deal, you know. You overthrew a Renan lord and burst open the gates of fire. Yeah, but that was only because I had the blazing sword with me. We wouldn't have made it to Balsef without you and the Crimson Crows, Zephyr. Maybe so. But you're still the one who took him out in the end. It's only natural for people to look up to those who protect them. You're a hero to those people. I never asked to be one. I never asked to take the place of a lord in people's minds. I don't want it. You're a strange one, Alphen. That's for sure. If that's how you really feel, then hold on to that. Listen to those thoughts when you feel lost and don't know what to do. If you can do that, you won't lose sight of who you are or what the right path to take is. The right path to take, huh? Gut, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Videos geschafft. Wir werfen mal einen schnellen Blick auf die Karte. Wir wollen zur Hochlandhütte. Das heißt, wir müssen hier entlang. Nee, wir wollen da nach hinten. Das heißt, wir gehen erstmal rechts lang. Hallo, Zeuges! Ja. Eiswölfe. Na, Überraschung. Und so nicht. Böser Wauwau. Böser Wauwau. Böse Wauwaus. Ex-Wauwaus. Until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. I've noticed the Zugles here are a lot different from what we're used to back in Calaglia. It's because this realm is so cold. I imagine they had to be adapted to fit the climate. Meaning if we hit them with fire arts, it should be extra effective against them. Ist hier Alpha oder kommen wir hier runter? Ich glaube fast so nah, weil wie wir an die Klippe kommen, wir können hier runterspringen. Ah, Tatsache. Da könnte man den ganzen Zweig hinten abkürzen, also für schnelleres Vorankommen wahrscheinlich geeignet. Aber was ich eigentlich wollte, war diesen hier. Zerstörung haben wir eh drinnen. Also X wäre besonders sinnvoll in seinem Fall. Und hier haben wir eh nur Toxizität. Ignis Kreister. Warte mal. Genesung ist angstartige körperliche Leiden des verbündeten Heils. Ja, dann nehmen wir jetzt mal den hier mit. Noch immer ein Frosch im Hals, das ist heute echt schlimm, sorry. Ich versuche eh so gut es geht, mein Mikro zu muten, wenn ich. Oh Gott, da vorne sind mächtige Badabons. Und au. Tschüssi! Aber immer geht's halt nicht, dass man. Ja, wirklich große Viechers. Immer geht's halt nicht, dass ich rechtzeitig die Taste drücken kann. Von dem her, sorry, wenn ich hin und wieder mich räuspern muss. Ja, ja. Wenn du der Meinung bist, Elfen, dann ist ja gut. Weißt du was? Ich hab echt die Schnauze voll, dass du immer ausweichst, Kleiner. Und weg. Und weg. Und weg. Und
Jetzt ist er Geschichte. With your flames and my technique, we're stronger together than we are apart. Etwas Knete. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Ich würde gern bis dorthin kommen, ohne dass wir noch ein Orangengelee nehmen müssen. Was haben wir hier? Tomatoes! Doch! Und hol sie mal auf den Boden der Realität zurück. Oh, Mist, versäumt. Ganz klar verpasst, sorry. Ach. Ja, passt. Die waren ein Team. Ich hatte kurz Angst, dass wir hier gegen zwei kämpfen müssen. Okay, eigentlich wollen wir da runter zur Hütte, aber erstmal miaut's, genau. Out of our way. Und dieses Herumgehüppe, das muss doch nicht, oder? Und runter mit ihm und sag mal, ernsthaft? Danke. Let me know if you're struggling. Das läuft gerade so richtig schlecht von wegen. Oh, Orangengelee ist sehr nice. Von wegen der Schläge. Ja, da oben waren wir. Und hier ist das Lagerfeuer. Sehr schön. Ja, die zwei machen wir jetzt auch noch gleich. Wenn wir schon hier sind. Und alle hopp. Und weg mit dir, du kleines. Dankeschön. Together, that wasn't even a problem. Yep. Und jetzt, danke. Sonst haben wir hier nichts. Und der Händler könnte doch wieder. Aren't there people in there? You should let yourself unwind when you get the chance. I guess there's no arguing with that. Okay, wir müssen rasten. Hey, ist hier noch ein wenig Platz für uns? Mhm. Dieses Feuer verurteilt niemanden. Jeder ist herzlich eingeladen, seine Wärme zu genießen. Hey! Affen, warte! Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Ich weiß, ich möchte nur ein bisschen mehr über unser neues Reich erfahren. Ich sehe, ihr habt eine Menge Gepäck dabei. Was schleppt ihr da mit euch herum? Das sind mehrere Waren zum Verkaufen, wie Medizin. Dazu kommen meine Werkzeuge, mit denen ich von Zeit zu Zeit Zubehör aus Erz herstelle. Hast du gerade Zubehör gesagt? Genau auf das wollte ich früher hinaus. Du meinst, die Leute hier unten auf Dana tragen die auch? Jetzt bin ich interessiert. Bist du ein guter Handwerker? Ich sag dir was. Ich werde mir einige deiner gefertigten Sachen selbst anschauen. Was? Metallgravierer. Der Metallgravierer kann Zubehör für dich fertigen und verwendet dazu Erz. Da war wieder das Räuspern, das ich diesmal ausblenden konnte. Dass du an Abbaustellen förderst. Wenn du ein Zubehör verbesserst und neue Fertigkeiten dafür aktivierst, kannst du diese Fertigkeiten sogar auf neues Zubehör übertragen. Okay. Zubehör fertigen. Du kannst Erze nutzen,
Um Zubehör zu fertigen, wähle ein zu fertigendes Zubehör und das Erz, das du als Material nutzen möchtest. Die Seltenheit und mögliche Bonusfertigkeiten dieses Erzes werden dann für das gefertigte Zubehör übernommen. Bonusfertigkeiten. Erze können bis zu 4 Fertigkeiten besitzen. Seltene Erze bieten mehr Fertigkeiten. Um diese Bonusfertigkeiten zu aktivieren, muss das aus Erzen gefertigte Zubehör verbessert werden. Okay. Resistenz, Durchdringung, Licht-Dunkelschaden, minus 50, Wasserschaden, Lähmung annullieren, Giftamulett, Vergiften annullieren. Ah ja, das wäre auf jeden Fall von Interesse. Ich weiß nur noch nicht... Aha. Oh. Okay. Zubehör aufwerten, da bräuchte ich welches. Okay, ich muss irgendein Zubehör fertigen. Ich würde jetzt als erstes mal, glaube ich, Lähmung annullieren, Feuerwasser schon. Durchdringung plus 30, erhöht Durchdringung um 30%. Feuerwasserschaden minus 10, mehr Seltenheitsfund. Ja, das gefällt mir. Okay. Wenn du ein Zubehör verbesserst, erhöht sich sein Level und Bonusfertigkeiten werden aktiviert. Du benötigst dafür Erz und anderes Zubehör. Je seltener beides ist, desto mehr Level steigt dein Zubehör beim Verbessern an. Okay. Das Stichemblem. Ah, da kann man zusätzlich Bewegung, Fluchtgeschwindigkeit 15%, was schon. 30 Bewegung, Fluchtgeschwindigkeit. Okay, da könnten wir jetzt noch einen Parallaxstein draufklatschen und hätten doch noch die Lähmungsdeaktivierung. Nett. Feuerwasserschaden minus 50% Zubehör. Okay. Aber ich würde Vergiften annullieren nehmen. Allerdings dafür ein 1er-Stein, oder? Ja. Aufwertung. Okay, warte mal. Ah, okay. Das pulvern wir rein und kriegen so das Level hoch. Oh, ich verstehe. Oh, Parallax-Steine haben wir relativ viele. Lass mal schauen. Vergiften an den Verteidigungen. Da haben wir 2. Gegen Giftsteine haben wir halt wirklich zum Mäusemelken. Haben wir auch 4. Ja, das würde mir gefallen. 460 können wir uns leisten, aber dann haben wir mehr Seltenheitsfunde. Ja. Okay. Hm. Wie findest du das? Habe ich den Test bestanden? Right. Nicht übel, schätze ich. Nicht das Schönste, was ich je gesehen habe, aber zumindest sieht es praktisch aus. Wenn ich auf Erz stoße, komme ich vielleicht wieder. Bis dahin solltest du aber noch ein wenig besser werden. Ich weiß dein Urteil zu schätzen, meine Dame. Ich lasse dich nicht im Stich. Du solltest Gion selbst zur Rede stellen, nicht ich, Rinwell. Ich möchte nicht mit ihr sprechen. Mach du das, Elfen. Ah, gut. Es ist kalt hier draußen. Setzen wir uns und essen was, damit wir uns etwas aufwärmen. Gute Idee, aber ich habe keinen großen Hunger. Tja, man sollte nie mit leerem Magen in den Kampf ziehen und man weiß nie, wann der Feind angreift. Also? Gion. Du musst nicht um den heißen Brei herumreden. Du kannst ruhig zugeben, dass du Hunger hast. Warum solltest du sonst etwas essen wollen? Na schön. Aha. Grummel, grummel. Just great. Wenn ich es mir recht überlege, wir müssen was essen, Leute. Alright. Ich mache uns was Feines. Wie wär's mit einem Rezept, das unter uns Kamesincreme beliebt ist? Okay, lernen wir ein neues Rezept.
It looks so. Nice. Was für ein Schmaus. Du kannst echt besser kochen, als ich dachte, Sephir. Ja, das war echt gut. Danke. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Right. Willst du noch einen Teller? Wie du schon sagtest, es ist nicht gut, mit leerem Magen zu kämpfen. Nein, danke. Shion, isst das verdammte Zeug, sonst schmeiß ich es weg. Na gut, wenn du drauf bestehst. Das ist ein Running Joke mit ihrem Hunger, oder? Es sollte noch 3 Versuche dauern, bis Shion endlich zufrieden war. Oh, Madame war wirklich hungrig. Rezept für Gemüsesuppe. Suppe mit einer großen Auswahl an Gemüse, das gekocht wurde, bis es weich ist. Der milde Geschmack wärmt Körper und Geist gleichermaßen.